Hey Leute und willkommen zurück zu 7 Days to Die. Der Schmidtsound ist auch mit dabei. Sich jedes Mal. Ja. Und ja, wir haben eine neue Aufnahmesession. Wir hatten ja die Pause gemacht wegen meinem Mikrofon. Das neue ist da. Und wir haben eigentlich keine Ahnung, wo wir hier dran waren. Also zumindest ich nicht. Ich weiß nicht, ob Schmidt so eine Ahnung hat, aber der verkriecht sich da in der Ecke so ein bisschen. Das heißt wohl eher nein. Meine FPS droppen gerade. Echt? Das Mic. Ja. Okay. Ja, ich habe eigentlich nur vorher in den Einstellungen ein bisschen was hochgedreht, aber anscheinend ist genau das schon zu viel gewesen. Ja gut, bei mir lädt auch wieder der Server so ein bisschen nach, aber wenn die das Mic droppen, dann ist es aber ja nicht schlecht. Ne? So. Naja, aber nee, da tun sie. Nee, in dem Fall tun sie das Mic wieder aufheben. Ja gut. Oder sie fallen mit dem Mic um. Okay. Stimmt, wo sind wir eigentlich? Stimmt, wir sind jetzt in der neuen. Ach, genau. Stadt. Weiß ich gar nicht selber. Genau. Ja, stimmt, genau. Oh, guck mal hier. Was haben wir denn hier? Eine Farm. Wo bist du? Ach, da bist du. Ich würde ja direkt am liebsten direkt schon mal einen Außenposten einrichten, ne? Was ist denn das? Das ist eine Farm, da wachsen Sachen. Sachen, okay, es sind Sachen. Das macht Sachen. Lex, gut, dann entschuldige ich mich für die Lex, die ich heute alle kriegen werde. Naja, ich an dieser Stelle auch für die kleinen Nachlader, die ich immer wieder mal habe. Es geht noch, wenn ich mich nicht so viel bewege. Zombies. Ach, hier. Zombie! Oh, schon tot. Ich fühle mich gerade wieder so hilflos in diesem Spiel, weil ich einfach kein bisschen eingespielt bin. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es geht. Ich treffe ihn nicht. Ich gehe mal nach außen. Da habe ich auch ein paar gesehen. Das ist ganz gut wieder. Oh, hier ist ein Vogelnest. Komm her, du. Auf den Fuß. Den Fuß. So, da habe ich dich. Na, geht doch. Hast du? Oh, die kommen hinten rein. Oh. Hinten? Ich hatte ja Angst, dass sie vorne reinkommen. Au. Ich glaube übrigens, dass in dem nächsten Update schon die Autos mit dazukommen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Hey, Zombie. Hier drüben. Ich bin auf dem Weg. Toll. Dem fehlt ein Arm. Den habe ich gar nicht getötet. Dem fehlt einfach ein Arm. Ich hab so gedacht, ja geil, so, ne, hier ist die Tür, so, zur Küche hin. So, bin ich reingestürmt, um dir zu helfen, war das der Raum, wo ich eben abgehauen bin, um zu dir zu kommen. So rettet man. Dann gehe ich mal grad nach oben. Ich loot schon mal. Oh, hier liegt ein Zombie, Hallo! Aufstehen! GEZ-Gebühren bezahlen! Warte, da liegt noch eine Tasche. Hallo! Ein Rucksack. Oh. Taschenlampe. Chili. Ja, Rucksäcke bringen meistens, oder eher gesagt, sehr oft viele Sachen. Jetzt bin ich wieder ein bisschen mehr an die. So, eh. Ein bisschen mehr an die Steuerung von Subnautica gewöhnt. Da machst du nämlich alles wieder zu mit Tab. Und nicht E. Dann muss ich gar nicht mehr fragen, weil ich zock nämlich mit. Controller, Subnautica. Deswegen. Echt? Ich mag das voll. Passt irgendwie richtig voll zu Subnautica, weil einfach weißt du, hast dieses Leben unter Wasser und alles drum und dran. Ja, was gibt's denn hier noch so? Ach, hast du schon. Die hast du noch nicht. Oh, Blutpack. Diese Spiegel kannst du durchsuchen. Guck mal, ich sehe doch sehr schick heute aus. Ich glaube, das passt überhaupt nicht. Warte, ich muss noch mal gucken. Ah, doch, das passt sogar mit der Hose. Ich hatte eben noch eine Shorts an, oder? Also irgendwie. Ja, ich weiß nicht, das sieht irgendwie ein Snowboard, Brille, Cowboy-Hut, das passt alles gar nicht. Eine Garage. Oh, die Garage ist zwar kleiner, aber interessanter. Warum, weiß ich nicht, aber ist halt jetzt so. Ja, ich bin drin, ne? Was? Hallo. Geht einfach außen rum. Nee, das habe ich gerade aufgeschlagen. Hier, ich bin der Man in Black. Der Man in Black? Sieht überhaupt so aus? Ein bisschen einigermaßen. Ja, okay, nee. Moment.
Die hat aber mehr Punkte. Hier willst du die Snowboard-Brille? Oh, kann ich gar nicht nehmen. Nee, also, obwohl. Ich habe weitere Shorts bekommen. Hey, guck mal, hast du den Unterschied gesehen? Den Unterschied. Was? Ich habe die gleiche Shorts bekommen. Toll. Hier liegen die, liegt die Schutzbrille. Da liegt ein Zombie. Au! Von unten. Ab, ab! Alle auf einen! Okay. Ich durchsuche. Da liegt sie. Jetzt sehe ich fancy aus. Brauch ich mal ein besseres. Da ist nichts drin. Leer. Und gut, dann haben wir das geklärt. Oh, Heuballen mitnehmen, warum nicht? Ganz ja, Heuballen. Ist. Ist ganz gut, weil. Damit kannst du Fallschaden verhindern. Bin schon wieder voll. Echt? So gut wie. Gut, Papiere und sowas können wir ja wegschmeißen. Wie geht's beim Essen? 50. Wie geht's beim Trinken? Sollt ihr was trinken? Stimmt, gute Idee. Sollte ich auch mal gucken. Oh, ich brauche Essen. Ah, da hatten wir doch das Problem, ne? Ich habe eine Dose Chili, falls du möchtest. Habe ich sonst noch was dabei? Nö, dann nehme ich das doch gern. Ups, hab's gegessen. Ab. Boah, ist sie schwer. Handy, was los? Ich habe dich auf Stumm. Böses Handy. So, ich suche mal so ein bisschen nach spezielleren Gebäuden. Oh, da hinten ist eine Farm, da könnten wir was finden. Was denn? Warum? Wenn du ein kaputtes Fenster hast und du drauf haust, dann ist es wieder ganz. Was? Und dann musst du es kaputt machen. Hä? Achso, wahrscheinlich war dann die Scheibe raus oder sowas in der Art. Aber dann, warum sollte der Fensterrahmen dann schon? Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Oh, oh, ich brauche eine neue Waffe. Oh, da haben wir einen Wassertower. Boah, ey, da ist ein Gebäude, das wäre auch eine richtig geile Basis. Das wäre aber eher so eine Basis, die schwieriger ist. Weil in den Städten kommen immer die, Orden. Boah, Zombie Orden. Warum treffen die so weit? Das ist unfair. Weiß ich nicht. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Level up. Level up. Level up, level up. Jagdgewehrbauplan. Oh. Das ist schön. Wer war von uns eigentlich auf Waffen spezialisiert? Dann kann derjenige das lernen. Spezialisiert könnte sein. Du? Kann das sein, dass ich es war? Kann gut sein. Ich habe. Oh. Besser, ja. Ich hab den Bauplan, ne? Ey, gib doch mal um! Da hab ich dich. Was hat der für große Hände? Der hat größere Hände als sein Kopf. Ich glaube, der hat Krebs. Erdbohrerbauplan. Oh, das ist auf jeden Fall richtig gut. Warte mal, bevor du guckst. Zwei Baupläne für Sprengbolzen. Soll ich den Erdbohrer machen? Nimmst du einen Erdbohrer, ja. Weil das sind ja dann Werkzeuge. Ja. Ich glaube, hier brauche ich noch ein bisschen, bis ich hier durch bin. Bist du noch in dem einen Gebäude, oder? Ich bin in ein neues Gebäude, aber... Oh, Zombie! Ach, der ist über mir, Mann. Ich dachte, der wäre direkt hinter mir, weil ich die ganze Zeit nichts gehört habe. Und dann sind sie eigentlich immer hinter dir. Hehehe. Au, oh, Mist. Au, oh, Schuss. Safe. Ah, kommt nicht durch. Kommt nicht durch? Ich helfe dir mal. Boah, jetzt ist die Frage. Oh, okay. Aggressiv. Klebeband. Katzenfutter. Und hast du Hunger? Vor Katzenfutter. Ja, auf jeden Fall. Lecker. Nur zu empfehlen. Ah, Zombie. Das ist bestimmt. Zombie? Hä? Ach, der ist unten. Ne, der ist hier oben, tatsächlich. Vogelnest. Ein Zombie. Hallo? Hä? Warum war da ein Sofastück drin? Das ist creepy. Okay. Was denn? Hier ist so eine.
Unter der Treppe, die du eigentlich im Haus hast, ist so ein Raum. Vor Creepy House, weil einfach komplett dunkel ist. Scheiße, wir haben die Zeit vergessen. Kohlebrocken. Wir müssen uns irgendwo jetzt sicher machen. Hilfst du mir gerade? Komm kurz rüber. Stimmt, ey. Wir müssen heute campen. Ich hab Kohle. Ich hab ein Gebäude, wo ich schon mal damals eine Basis hatte. Oh, jetzt. Wo bist du hin? Ach, da bist du noch eins aus, weiter. Ja. Hallo? Mais. Mais. Bist du hinter mir? Ja. Ich bin da. Okay, dann komm mal mit. Ganz davon kann ich mitnehmen. Follow me. Ach, du hast auch einen Baseballhelm auf. Ich auch. Hol die dann wieder mit, ne? Die Zombies sollen nicht reinkommen. Also kann ich aufheben. So. Ich kann ihn nicht aufheben, weil ich voll bin. Moment. Hier hast du ein paar Gläser. Gib mir die. Ja. Okay, gehen wir doch mal hinten rum rein. Ne, die lässt du am besten da stehen, wenn wir hier raus müssen. Achso. Das ist unser Flucht. Hier, die ist auch zu. Ich sehe gerade so ein bisschen Frames hier. Oh, hier ist ein Zombie. Ich höre einen Zombie. Das ist ein Bauarbeiter, vielleicht gibt er mir einen Helm. Ich glaube aber, wenn ich auf den Kopf schlage, ist der Helm nie ganz. Boah, eine Feuerwerks, geil. Wo bist denn du? An der Seite. Bist du schon drin? Hier sind zwei Zombies, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ach, da bist du ja. Ich habe zwei Zombies, ich kämpfe schon dagegen. Deswegen habe ich mich gerade gefragt. Ich dachte gerade, die wären hinter mir her. Oh. Durchsuch den mal. Eine Brille von Papier. So. Ich bin ja auch fanziger. Wir müssen auf jeden Fall schnell hier durchstürmen. Hopp, lauf. Wir machen uns das Fundament kaputt hier. Ah, scheiße, jetzt ist er schon durch. Ja. Mach mal zu. Ah, komm. Oh, ja, sowieso offen. Da kannst du, wenn du willst, zwei Rahmen reinbauen. Voll. Moment, halt, gibt's nicht eine Kiste irgendwo? Da, Behälter, Müll. Oh, der ist nochmal rein. Rahmen, ich brauche Rahmen. Brauchst du? Okay. Nochmal, so. Rahmen. Ach, ich hatte eine Ersatzklappe, ey. Ich habe mich gerade schon gedacht. Brauchst du jetzt oder? Ich bin dabei. Okay. Ich hab draußen Holz. Warte. Mach mal kurz weg. Da habe ich hier einmal. Ach, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Da ist ja die Mauer. Nee, aber ich brauch Platz. Hab's nur zufällig jetzt dabei. Was hab ich denn noch hier? Kurzes Eisenrohr, soll ich das zerlegen? Schon, ne? Ja, kannst du machen. Okay. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir. Ich hab noch mehr Dosenfutter. Wir werden uns hier auf jeden Fall nicht runterlassen. Und die Zombies laufen. Boah, jetzt ist die Frage, was wird gescrapt und was. Gut, Papier kannst du rauswerfen. Echt? Papier kannst du rauswerfen. Ja, hier hatte ich mal im Singleplayer eine Basis drin. Cool. Ja, das Problem war, da kam jede Nacht eine Horde. Und da ist deine Wand dann ziemlich schnell weg. Aber ich hatte dort trotzdem noch eine Farm und sowas gebaut. Wir können auch gleich was zusammenlegen, dann haben wir mehr Platz. Ja, können wir machen. Kann man doch hoch? Dann kann man hoch. Ich will nach oben auf jeden Fall. Zerlegen wir diese Tür. Sehr, sehr viel, aber. Ja. Na, geht doch.
Ich sehe nichts. Ich habe eine Taschenlampe. Dann rüst du die mal aus. Da ist die Taschenlampe. Da, die Ecke ist ein bisschen kacke. Wie mache ich die an, ist die Frage. F, wie Flashlight. Wow. Wow. Jetzt auf einmal kommen alle Zombies der Stadt zu uns. Das sieht sehr creepy aus. Ja. Und fucking hell ist die. Boah, ey, ich hab grad gedacht, hier liegt ein Zombie. Guck, hier liegt ein Zombie bei mir. Warte, dann geh zurück. Nicht aufwecken. Reparaturkit. Scheiße. Hinter einfach da. Wo liegt der? Hier, da, da in der Ecke, links. 3, 2, 1. Ja. Oh Mann, ey, das sah jetzt aus. Mach so auch so eine grüne spitze Pflanze da drin, aber Jukka-Seed. Hm. Achten kann ich sogar scrappen, das heißt. Jukka-Seed? Jukka-Seed, ja. Ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Sollen wir das hier als Außenposten machen? Ich meine, das hätte schon was, ne? Ja, geil. Weiß ja nicht, ob es was hier noch Besseres gäbe. Ich meine, das ist ein riesen Gebäude so. Das bietet viel Abbaumöglichkeiten. Und es sieht mega geil aus wegen den ganzen Sachen hier. Kann man mal verlassen. Magst du Katzenfutter? Kannst rauswerfen. Oder scrappen, besser. Oder das Essen. Das möchte ich essen. Nee, das ist ab. Hast du das jetzt gegessen? Ja. Okay. Ist irgendwas passiert? Nein. Ich habe Essen bekommen. Gut, weil das kann auch schief gehen mit Durchfall, das hatten wir ja schon mal. Stimmt, da wäre was. Dosenfutter? Dosenfutter ist Hundefutter. Achso, okay. Ich pack mal alles, was ich nicht brauche, in diese Truhe rein. Brauchst du Dosenfutter? Wenn nicht, dann esse ich's mal, weil Hunger. Ich pack mal alles in die Truhen rein von meinem Inventar, dann packst du alles von dir rein und dann teilen wir das auf. Genau. Ich habe noch kein Zombie. Nicht hier aber. So, also. Knüppel war Ersatz. Dann hatte ich das als Ersatz. Dann kann ich das scrappen. So. Jetzt kannst du da zugreifen. Mhm. Versperrt. Oh, da war ja was. So. Hey, so. Dankeschön. Oh, ja, da ist ein bisschen was. So, dann werde ich das Ganze mal hier ausbauen. Spiritus, okay. Boah, jetzt ist die Frage, wo das gut wäre. Aber lassen wir das erstmal. Die Ecke ist aber auch ein bisschen gefährlich, die da ist. Weil da können wir uns die Zombies durchsehen, schräg. Wo, welche Ecke meinst du? Auf der Treppe. Hm. Jedenfalls haben wir jetzt mal einen Außenposten festgelegt, wo wir dann. Würde ich mal sagen, oder? Oder? Mhm. Dann können wir nämlich hier das Ganze ausbauen, wenn wir immer in der Stadt sind. Back in town. Back in the hood. Ich sehe nicht viel, aber ich sehe genug, um was zu machen. Werte Rüstung? Was für Rüstung? Pack einfach alle deine Sachen rein, die du so nicht brauchst, ne? Wer Rüstung hatte? Achso, ich glaube du. Dann lerne ich das Rüstungsteil hier auch. Also ich habe jetzt das mitgenommen, was man. Achso, ja, du hättest alles reinpacken können, dass das auch erstmal aufeinander geht. Habe ich ja. Und dann habe ich halt alles rausgenommen, was ich ja, okay. Platz habe. Ja, okay, gut. Da habe ich noch ein bisschen Platz. Den Bauplan habe ich noch reingeschmissen. Okay, danke. Flur haben wir eigentlich? Null. Ach, ist noch nicht hell, schade. Ah, Mist, jetzt habe ich. Hä? Warum haben wir jetzt einen Platz weniger? Egal. Egal. Ich tu mal 8 Gläser da rein für den Notfall. Mhm. Bisschen Kleber. Yeah. Yeah. Oh, warte. Ich geh gleich mal mit. Die brauchen wir. Warte. Ah, das lasse ich jetzt erstmal so.
Ich würde sagen, wir machen hier vielleicht einen Aufstieg aufs Dach durch die Fenster. Aber bevor wir das machen, weißt du, was kommt? Nee, was kommt denn jetzt? Das Ende. Ich weiß es nicht. Das Ende der Welt. Nein, das Ende der Folge. Ja, quasi gleich. Ja. Oder so. Ja, ja. Wisst ihr Bescheid? Wir hoffen dann, dass es euch gefallen hat und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Mhm. Checkt auch in der Videobeschreibung beim anderen. Andersrum, in der Videobeschreibung, wo ihr gerade guckt, den Link zum anderen. Genau, dann könnt ihr die andere Perspektive mal sehen. Und ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.